Ja, und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Zero. Wir haben das Ende des Zuges erreicht. Sind inventartechnisch extrem ausgelastet. Wir haben hier noch einen Inventarplatz frei. Bei Rebecca, das war's. So. Durch einen Versorgungsgang sind wir jetzt hier herangekommen. Und jetzt, an der Wand befindet sich ein Greifhaken. Zur Verwendung Hebel drücken und Sperre lösen. Ja, Rebecca, dann drück doch mal den Hebel und löse die Sperre. Vielleicht ist dieser Hebel gemeint. Hebel für den Auslöser umlegen. Jo, mach mal. Ah ja, ich sehe schon, wir müssen ihn hier hinstellen und sie hier hinstellen. Und er benötigt zwei Blöcke. Ja. Das ist scheiße. Denn die Frage ist, wie, ne? Die Frage ist, wie. Wir tauschen das Messer mit ihr. Cool, dann legen wir den Benzinkanister weg. Eine andere Option sehe ich gerade nicht. Um an diesen vermaledeiten Haken zu kommen. So. Greifhaken Bedienungsanleitung. Wenn ich hier noch mehr Gegenstände bekomme, die ich irgendwie noch ewig brauche, dann... Dieses Gerät nur benutzen, um schwer zugängliche Waggondächer zu erkunden oder spezielle Züge zu verbinden. Nach Verwendung an richtigen Ort zurückbringen. Hinweis. Erster Verwendungsort. Außen am kleinen Fenster der ersten Etage des dritten Waggons ist eine Leiter. Feuern Sie den Haken, um die Leiter zu greifen. Klettern mit der Winde. Nach Sichern des Hakens ziehen Sie sich mit der Kurbel hoch. Der Greifhaken kann jeweils nur eine Person tragen. Bei mehr als 80 Kilo wird das Gerät möglicherweise beschädigt. Das heißt, ihr solltet ihn da eventuell gar nicht benutzen. So, was ist das? Da ist eine manuelle Bremse. Dafür brauchen wir eine Magnetkarte. Ja, schön.
zu viele Gegenstände und zu wenig ein Plan, was zu tun ist. Was? Achso. So war die abgeschlossen. Achso, das ist... Alter! Alter! Hab ich mich verjagt gerade? Ich habe jetzt keine Ahnung, was der Billy wiegt, ne? Aber ich würde ihr gerne den Haken geben. Wozu ich schon wieder Scheißdreck austauschen muss. Weil sie wiegt bestimmt keine 80 Kilo, die ist ja nur 1,30 hoch, so wie die aussieht. Alter Schwede. Da haben wir jetzt immer wieder eine geladene Knarre gegeben, die wir ihm jetzt aber auch erstmal noch ausrüsten müssen. So, das ist der erste Waggon. Da kommen wir jetzt in den zweiten und hier müsste das Fenster gewesen sein. Mit der Leiter. Ja, hier. Ja, der zielt schon. Machen wir erstmal noch Platz. Okay. Also, jetzt müssen wir hier sagen, verwenden, ne? So, dann ist sie jetzt da auf dem Dach. Aber wir wechseln auf ihn hier und gehen mit ihm hier nach oben. Weil ich glaube, hier steht er ein bisschen sicherer als da unten in dem Waggon. Okay. Jetzt brauchen wir da garantiert Dinge. Hier. Die sie jetzt nicht dabei hat. Könntest du dich mal wieder umdrehen? Von dem Loch weg Kenntnis. Alter, lauf doch mal, Mädchen!
Das sieht so aus, als befände sich unterhalb des Stapels ein Passagierabteil durch den Spalt springen. Erstmal nö. Was hat sie dabei? Nichts und vor allen Dingen kein freier Inventarplatz, falls doch was findet, ne? Aber ja, springen wir halt rein. Hier liegt ein wunderschönes Messer. So, erstmal. Ich hätte hier nicht einfach rauslassen wollen. Alter, ist das ekelhaft. Okay. Was findet man denn hier? Das ist bestimmt das zweite Objekt für die Tasche. Ich wollte nicht wechseln. Cool, jetzt wird er hier angegriffen. Okay. Status. Sie hat eine Warnung. Er hat fast seine ganze Munition verballert. Okay, er hat die Tasche. Er legt mal das Messer ab. Nimmt sich das Schmuckding. Untersuchen. Ja. Kombinieren dann? Nee, ja. Verwenden. Ja, ihr müsst sie das mal öffnen. Vielleicht mit dem Messer kombinieren. Nein, das klappt auch nicht. Untersuchen. Sieht aus wie ein Schmuckkästchen. Ich wäre nicht drauf gekommen, mein Freund, wenn du es mir nicht gesagt hättest, ne? Ist doch scheiße. Da ist jetzt hier garantiert der Ring drin, aber wie kriege ich das jetzt auf? Mal eben nochmal wieder den Pistolenaustausch. Der Munitionsvorrat ist auch erheblich geschrumpft wieder. Ja, ein Schmuckkästchen. Ja,
Da ist garantiert das Ding von der Tasche drin. Weiß nicht, was zu tun ist jetzt. Dass man hier eine Messe findet, ist garantiert ja auch kein Zufall. Lass die Tasche jetzt einfach mal hier liegen. Boah, egal, ne? Jetzt treiben wir diese Scheißviecher auch mal. Geh weg! Ach, das ist weg! Wieder rein. Ach, das ist 101. Jetzt wieder. Ist jetzt schon ein bisschen scheiße, ne? Ich glaube, die stirbt gleich. So. Damit ist sie wieder etwas fit. Wir haben einen Inventarplatz zurück. Und ich gehe jetzt hier mal speichern. Rebecca 2 Abteil. So. In dieser Aktentasche ist garantiert die Schlüsselkarte. Wie da rankommen? Wie da rankommen? Ich weiß es ehrlich gesagt so überhaupt gar nicht. Und ja, ich denke, dass wir das vielleicht versuchen in der nächsten Folge herauszufinden. Gehe jetzt mal wieder hoch und hoffe, dass diese scheiß Krabbeviecher da jetzt wieder weg sind. Weil jedes Mal, wenn ich durchlaufe, dass ich da einen Latz kriege, das gefällt mir auch so überhaupt nicht. So. Ja, und das war das falsche Zimmer. Kein Problem. So, hier wollen wir rein. Aber dass jetzt diese kleinen Krüppelviecher sich da gelöst haben, das hat uns jetzt irgendwie auch nicht wirklich
andere neue Wege irgendwie beschienen? Oder können wir jetzt da hinten geradeaus durch? Das wäre noch eine Option. Aber das finden wir dann jetzt das nächste Mal heraus. Ich verabschiede mich für diese Folge. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.